Jeder Trader war schon mal an dem Punkt, als man sich eingestehen musste, dass eine Strategie nicht mehr funktioniert. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, denn der Markt ist ständig in Bewegung und verändert sich in jeder Sekunde. Eine Strategie, die gestern noch funktionierte, kann heute nicht mehr lukrativ sein. Was dann? Ich zeige dir in diesem Video die Gründe, warum deine Strategie nicht mehr funktioniert und was du tun musst, damit du das Problem in Zukunft nicht mehr hast. Hey, ich bin Felix, Daytrader und Gründer von Wir machen Trader. Häufig erreicht mich die Frage, was zu tun ist, wenn eine Strategie vom einen auf den anderen Tag nicht mehr funktioniert. Meine erste Antwort darauf ist Ruhe bewahren. Die zweite Antwort ist, die Gründe zu analysieren. Und in den meisten Fällen gibt es ganz simple Gründe dafür. Dabei kannst du diese Gründe meistens einen der beiden Möglichkeiten zuordnen. Sie sind entweder von dir beeinflussbar, unkontrollierbar oder eben nicht. In diesem Video gehe ich auf beide Arten ein. Ich zeige dir, was du zu tun hast, wenn du dich aktuell genau an dieser Stelle wiederfindest. Also, lass uns gleich loslegen. Widmen wir uns zuerst der Variante, bei der du keinen Einfluss hast. Oft liegt es gar nicht an der Strategie selbst, dass sie nicht mehr funktioniert, sondern eben am Markt. Der Markt ist ständig in Bewegung. In jeder Sekunde ändert er sich. Was gestern noch zutraf, kann morgen keine Gültigkeit mehr haben. Algorithmen ändern sich und somit auch selbstverständlich hingenommene Bewegungen und Muster, die du eben getradet hast. Selbst wenn die Börse in Amerika beispielsweise geschlossen ist, wird in Asien gehandelt, was ebenso Auswirkungen auf die geschlossenen Märkte in Europa und Amerika hat. Wenn was sicher ist, das nicht sicher ist. Dieser Spruch beschreibt die Börse am besten. Die Konsequenz ist, dass die Strategien und Annahmen und Muster, die gestern noch funktionierten, morgen nicht mehr funktionieren. Das kann jederzeit mit Strategien passieren, die fix sind und nicht an wechselnde Marktbedingungen angepasst werden können. Viele traden allerdings genau eine solche Strategie. Sie ist zwar meistens extrem aufwendig, mit Vergangenheitswerten getestet und verspricht daher eine gewisse Rendite, allerdings schließt das nicht aus, dass sie irgendwann urplötzlich nicht mehr funktionieren wird. Und das ist vielen absolut nicht bewusst. Auch, weil das natürlich nicht großflächig von solchen Anbietern beschrieben wird. Aber was heißt das nun für dich konkret? Du willst keine fixen Strategien handeln. Du willst das Handwerk des Tradings lernen, deine eigenen Strategien entwickeln, testen und skalieren und nicht die Arbeit von anderen machen lassen. Du willst den Teufelskreis verlassen, immer wieder auf eine neue Strategie angewiesen zu sein, wenn die alte nicht mehr funktioniert und jedes Mal Geld dafür zahlen müssen. Du willst flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren können. Nur so kannst du planbar erfolgreich am Markt werden, indem du das Problem am Ursprung behebst. Durch adaptive Systeme musst du nicht mehr in Panik verfallen, wenn deine Strategie morgen nicht mehr funktioniert. Du bist entspannt, weil du weißt, dass das normal ist und weil du weißt, was zu tun ist. Du musst deine Strategie an den entscheidenden Parametern nachjustieren, um wieder erfolgreich zu sein. Wie du dir jetzt wahrscheinlich vorstellen kannst, empfehlen wir dir auf jeden Fall ein solches adaptives System. Wenn du bisher noch nicht ein solches System hast, kannst du unser kostenloses Online-Training besuchen. Dort stellen wir dir unsere MTF-Strategie vor, die genau ein solches adaptives System mit sich bringt. Lass uns das Ganze mal ganz kurz hier skizzieren, damit du dir vorstellen kannst, was ich damit meine. Auf der einen Seite hast du einen Input. Ja, dieser Input ist das, was du siehst, der letztendlich das System beschreibt. Und du kannst dir das vorstellen wie eine Blackbox. Ja? Hier kommen unterschiedliche Dinge rein und diese unterschiedlichen Dinge sagen dir dann wie eine Werkzeugkiste, was du dann letztendlich machen musst. Ja? Das ist also der Output, den du hier generierst. Und ein fixes System ist jetzt so aufgebaut, dass diese Variablen hier drin immer fix sind und dass dir keiner sagt, was du jetzt zu ändern hast. Wenn wir jetzt also mal hier reingehen würden und eigentlich sagen müssen, damit dieser Output jetzt hier wieder stimmt, was er in diesem Fall nicht tun würde, dann müssen wir eigentlich nur kleine Adaptierungen hier in unserer Box vornehmen. Und vor allen Dingen wollen wir ja auch verstehen, was diese einzelnen Variablen, die ich jetzt hier einfach nur so reingezeichnet habe, was die bedeuten, was für Einflüsse und Auswirkungen sie letztendlich auf das System und auf den Output des Systems letztendlich haben. Damit du also das richtig machst, musst du das verstehen und das ist eben kein fixes System, sondern ein adaptives System. Und das, wenn wir das jetzt mal visualisieren würden, würde bedeuten, dass du die einzelnen Inhalte verstehst, dass du diese einzelnen Inhalte auch anpassen kannst, indem du wahrscheinlich vielleicht hier mal was an einer anderen Stelle packst, also Trading-Prinzipien benutzt, an eine andere Stelle packst. Und das bedeutet, dass du nicht einfach ein Output hast, ja, ein Output, den wir vielleicht auch wieder als Box darstellen würden, sondern wir haben ein Output 1, ja, wir haben ein Output 2, weil du jetzt gelernt hast, die unterschiedlichen Bestandteile zu nutzen und in unterschiedlichen Marktbedingungen eben zu deinem Vorteil zu nutzen.
Das ist das Wichtige, was du hieraus lernen kannst. Du willst dieser Trader sein, der letztendlich das selbst steuern kann, der versteht, um ein Output an die unterschiedlichen Marktbedingungen anpassen zu können, müssen wir die Inhalte verstehen, müssen wir verstehen, wie wir selbst an diesen Zahnrädern drehen können, damit wir selbst die Verantwortung übernehmen und dann auch in unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgreich traden können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir auch diese Playlist gefallen. Dort findest du weitere Videos zum Thema Trading, das dir dabei helfen wird, ein erfolgreicher Trader zu werden. Abonniere unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.